Schweizer Grafik genießt Weltruhm. Und in den Sammlungen des Museums für Gestaltung Zürich beherbergen wir das größte Archiv dazu. Eine meiner Lieblingsarbeiten ist dieses Plakat von Herbert Matter. Er hat damit Graphic Design Geschichte geschrieben. Man kann sich gut vorstellen, in einem Cabriolet diese wunderschöne Passstraße hinunterzubrausen, fast ein wenig wie James Bond in seinem Filmklassiker Goldfinger. Diese Arbeit ist eine klug konstruierte Collage, im Vordergrund das Kopfsteinpflaster. Man kann sich fast vorstellen, wie das Auto tönt auf dieser Straße. Dahinter folgt die Serpentine, die uns hinunterführt ins schöne Tal, und darüber thront die Schweizer Bergwelt mit den majestätischen Bergen. Toll auch, wie Matter die Schrift etwas schräg stellt, um die Dynamik des Autofahrens noch zusätzlich zu verstärken. Diese Arbeit ist ein echtes Meisterwerk. Ich mag sie wirklich sehr.